FC Liverpool möchte Kylian Mbappé im kommenden Sommer ablösefrei verpflichten, denn Real Madrid soll aus dem Mbappé-Poker ausgestiegen sein und jetzt will Jürgen Klopp Kylian Mbappé an die Anfield Road holen. Alles dazu jetzt hier im Video. Vorab, lass ein Like auf das Video da und auch ein Abo auf den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ja, es ist eine Meldung, die ging in Frankreich ganz schön rum. Liverpool, sie wären dran und drauf und dran, Kylian Mbappé im Sommer 2024 ablösefrei zu holen. Paris, sie kriegen den Vertrag von Mbappé wohl nicht mehr verlängert. Der Spielball liegt beim Spieler und er möchte wohl den Club verlassen. Aber wechselt er dann anstatt zu Real Madrid zu Liverpool? Zumindest, wenn man jetzt Sky Sport Deutschland glauben darf, ist das nicht der Fall. Denn da wird gesagt, Liverpool ist nicht an Mbappé interessiert. Sie sind nicht dabei, Mbappé in irgendwelche Gespräche zu verwickeln. Sie möchten keinen Transfer im Sommer 24. Auch, dass Real Madrid kein Interesse mehr an einem Transfer hätte, das wäre falsch. Nein, es wäre tatsächlich immer noch so, dass Real Madrid die wahrscheinlichste Option ist für Kylian Mbappé, zu der er wechseln könnte. Ich bin sehr gespannt, ob es dabei auch bleiben wird oder ob dann letztendlich irgendwann Kylian Mbappé mal wie immer seinen Vertrag letztendlich doch nur mal verlängert. Wie seht ihr das ganze Thema? Eure Meinung gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Bis dahin, Leute. Ciao.